Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Sabotage auf der Karte Carbonit, Gefrierkammern. Genauer gesagt ist es die Rückrunde von gestern. Wir sind diesmal auf der Seite des Imperiums und wollen mal schauen, ob wir uns besser anstellen als die Rebellen. Vielleicht erwischen wir ja sogar einen Helden diesmal. Es ist ja auf Sabotage gar nicht so schwer, ein Heldensymbol zu bekommen. Also was heißt nicht so schwer? Es ist schon immer noch schwer genug, aber leichter zumindest als auf anderen Karten. Ich würde mir gerne dieses Upgrade da oben holen. Okay, wir müssen das verteidigen. Da oben ist ein Rebell. Bin immer noch mit dem EE4 Blastergewehr am Start. Okay, da schreit einer. Die kommen alle da oben raus. Wahrscheinlich da. Dann werde ich da mal schauen, dass ich da irgendwie mal hinkomme. Ich kenne die Karte irgendwie immer noch nicht so gut. Oder allgemein die Karten des neuen, in Anführungsstrichen, DLCs, der jetzt inzwischen auch, glaube ich, schon 3 Wochen oder so alt ist. So, hier ist es im Moment relativ safe. Habe ich gut gemacht. Hier gut verteidigt. Aber der eine Generator ist scheinbar schon so gut wie auf dem Weg, deaktiviert zu werden. Das ist natürlich nicht so gut für uns. Partnerstart hat er gemacht. Wir haben schon einen Generator zu viel verloren. Ist er? Hä? Ist das der Typ, der den Partnerstart gemacht hat? Wenn ja, wie kommt der da hin? Der sah auf jeden Fall genauso aus wie der Typ, der den Partnerstart gemacht hat. So, das war Generator C, wo ich war. Das heißt, da muss ich ganz schnell hin. Der war relativ ungeschützt dann. Ohne mich. Oh, oh, ich bin aber jetzt bei Generator B, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Okay, meine Jungs haben das schon verteidigt. Wie ich sehe. So, jetzt muss ich aufpassen. So, das habe ich schon mal ganz gut gemacht. Oh, der hat nichts mehr. Wo ist der hin? Ist der down? Hat mein Teammate ihn gekillt? Ich weiß es gerade nicht. Da kommt auch ein... Oh shit, das ist Greedo. Kopfschussbonus. Die haben Greedo am Start. Ich werfe da mal einen Thermal-Detonator rein. Ich glaube, dass Greedo hier in dem Raum ist. Nein, es ist Lando. Losreißen. Ich muss da was reinwerfen. Nein, von hinten. Ah, hätte ich mich umdrehen sollen. Nicht drauf spekulieren sollen. Die letzte halbe Sekunde. Oh Gott, da kommt ein Held. Okay, er ist scheinbar irgendwie unter mir oder so. Ah, der Druck wird jetzt enorm. Mit den 4 Helden, die am Start haben. Beziehungsweise haben noch 3. Einer ist scheinbar tot. Ich weiß auch nie, wie man das gegen die Helden so richtig effektiv verteidigen soll. Das ist einfach so schwer. Man ist einfach so schnell tot. Sprengladung deaktiviert. Aber mein Team macht das nicht schlecht. Die sind hier scheinbar total überfordert. Ah, da war ich gerade ein bisschen überfordert. Ich wollte noch weglaufen. Eigentlich ziemlich dumm, da versuchen wegzukommen von Luke Skywalker. Aber wenn ich einfach auf ihn geschossen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch gestorben. Also, ich wäre so oder so gestorben. Aber dann hätte ich mich wahrscheinlich selber getötet. So, jetzt sieht es auf jeden Fall nicht gut aus, beide Generatoren dabei deaktiviert zu werden. Oh Gott, den hätte ich fast noch mitgerissen in den Tod. 10% HP nur noch. Kam der da von der Seite angelunzt. Der kleine Abstauber. Die wird hier gerade aufgehalten. Das sieht man auch richtig schön an der Minimap, wie es hier sich knubbelt. Und das liegt alles an Luke Skywalker. Der da in der Ecke sitzt, links. Die Rebellen haben einen Sprengsatz an den Generator platziert. Entschärft ihn! Ach so, da habe ich ihn nochmal ein bisschen angeschossen. Ah, das war er. Luke Skywalker down. Und jetzt können wir das Ding hier stürmen. Ich hoffe, dass meine Leute mitkommen. Der Countdown des Rebellensprengsatzes. Und dann können wir den Generator eventuell halten, wenn wir Glück haben. Okay, der muss deaktiviert werden. Ich versuch's einfach mal. Nein, da sitzt er da in der Ecke und ist am Campen. Dieses dumme Schwein. Das wäre wieder eine weitere Deaktivierung gewesen für mich. Ich muss ja insgesamt 5 Generatoren aktivieren und 5 Generatoren deaktivieren für einen Hüttenauftrag. Insgesamt habe ich bis jetzt 2-mal deaktiviert und 2-mal aktiviert. Also nicht sehr viel innerhalb von 3-4 Wochen oder so, wie lange das DLC jetzt schon draußen ist. Aber das ist nun mal auch teilweise ziemlicher Leecher-Style. Dass man
es gibt halt viele Leute, die laufen einfach rein und, oha, jetzt bin ich hier in gar keiner guten Position. Es gibt viele Leute, die laufen einfach rein und deaktivieren einfach, ohne auf Rücksicht auf Verluste. Vielleicht muss ich in so einer Situation einfach mal schlau sein und ihn machen lassen und danach schön deaktivieren. Dann hätte man wieder eine weitere Deaktivierung. Aber ich bin dann zu teamdienlich und auch wenn ich, auch wenn die Dinger deaktiviert werden müssen, bin ich teamdienlich und laufe nicht einfach rein und gehe auf die Deaktivierung, sondern spiele dann so, dass mein Team auch was davon hat. Sprich, ich ziehe erstmal die Gegner um und deaktiviere dann. Beziehungsweise, wenn ich sehe, jemand anderes ist in einer besseren Position zum Deaktivieren, ich bin in einer besseren Position zum Umziehen, dann ziehe ich halt um und lasse meinen Teammate das machen. Ist ja Quatsch, bevor wir nachher beide sterben. Aber viele Leute sind so und das wird nochmal leider belohnt. Mit dieser Deaktivierung, mit diesen dämlichen Hüttenaufträgen. Also sind nicht alle dämlich, aber manche schon. Mit dieser Deaktivierung zum Beispiel, das finde ich sehr dämlich. Dass das belohnt wird, da zu deaktivieren, was in den meisten Fällen nun mal nicht teamdienlich ist, sondern einfach nur ein Leech, nenne ich es mal. Also ein Wegschnappen. Oh, schöner Headshot war das, glaube ich. Da muss ich ein bisschen aufpassen bei der Deoxys-Granate, die da liegt. Ich habe aber zwei weitere Routenaufträge fast erfüllt. Und zwar ist das Ziel Kühlzellen. Da muss ich, glaube ich, nur noch 7 oder 8 benutzen. Ich habe im Moment nur 3. Müsste mir vielleicht mal ein paar Aufladungen kaufen. Ich habe noch nie Aufladungen gekauft. Müsste ich vielleicht meinen sauren Apfel beißen. Mir ein paar Aufladungen kaufen. Das habe ich fast erfüllt. Und ich muss mit dem Fernglas, das Schöne, was wir dabei haben, noch 8 Scans oder so machen. Dann habe ich das auch erfüllt. Scans ist jetzt auch nicht so viel. So, hier kann ich jetzt mal deaktivieren. Aber da wird wahrscheinlich wieder irgendjemand vor mir sein. Oder ich sterbe einfach in der Deoxys-Granate, weil ich dumm bin. Weil ich richtig dumm bin. Aber ich wäre sowieso gestorben, weil da einer sitzt. Der mich abgezielt hat. Die Deoxys-Granate ist natürlich für solche Maps, für die engen Maps, richtig gut. Ich würde, wie gesagt, auch eigentlich ein ganz anderes Setup spielen als jetzt. Es ist einfach nur dem zu Schulden gelastet, dass ich jetzt hier die... Routenaufträge erfüllen muss. Da oben war doch auch noch jemand. Da kam noch eine Granate her, oder? Ich gehe mal lieber hier runter, der ist eh verloren, beziehungsweise da kann ich zumindest nichts mehr machen. Verloren vielleicht nicht, aber... Oder? Kann ich da vielleicht doch noch was machen? Ich weiß es nicht. Ups, sorry. Oh. Sprengsatz neutralisiert. Und jetzt so, der ist neutralisiert. Das ist ja schon mal gut. Ne, er ist gar nicht neutralisiert. Der ist voll im Gange. Ich versuch's einfach mal. Ich werde sterben. Wusste ich's. Oh, ich wusste es. Das ist halt diese Scheiße, ne? Also die machen es natürlich auch nicht schlecht. Das ist nun mal... der Sinn des Spiels, diese Sachen da so zu platzieren. Auch wenn ich sowas immer ein bisschen billig finde. Aber die sind nochmal für diese Stellen im Spiel konzipiert worden, diese Waffen. Diese Minen und sowas. Ich werfe da mal einen Thermaldetonator hin, damit die mich nicht da rushen. Ich habe jetzt noch keinen Bock, dass da Gegner reinkommen. So, jetzt dürfen sie gerne wieder kommen. Ah, schön wegrasiert. So, machen wir den Mal-Detonator rein. Ich habe hier Glück. Ah, der hat sich schön zurückgezogen. Dann werden wir jetzt nochmal schauen, ob wir hier was deaktiviert bekommen. Bisschen komisch, dass die Sturmtruppe da so reingelaufen kommt. So, hier habe ich noch einen gesehen. Oh, direkt einen Headshot gedrückt. Ah, das war richtig eng. Da habe ich ein bisschen schlecht geaimt. Sind aber auch beide ein bisschen rumgekrüppelt. Movement-mäßig. Aber 26 Sekunden noch. Wir machen das auf jeden Fall besser als die Rebellen beim letzten Mal. Die haben wir, besser als das Imperium das letzte Mal. Da waren wir auf der Rebellenseite. Gestern war das. Wir haben es nämlich geschafft, hier zu gewinnen. Als Rebell. Das sieht so aus, als würden die Rebellen es diesmal nicht schaffen.
so aus. Es ist eigentlich schon fast unmöglich. Ich habe mich verhitzt. Beziehungsweise es kann auch sein, dass ich eine Granate abbekommen habe. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber wir haben gewonnen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer von Krieg umgeben ist, ich habe das Gefühl bekommen. Sehr nice. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.